Schatz. Ja. Ich muss nur den Kühlschrank waschen. Nur? Das ist voll viel. Ja, aber das ist nicht gut. Warum? Dass das gefilmt wird, weil unser Kühlschrank ist sehr alt und hässlich. Nur, wir machen einfach das auf schnell. Wie viel Arbeit das ist, sieht man dann. Und am schlimmsten. Ich hoffe, dass wir schnell trocknen, weil alle Produkte stehen draußen. Am schlimmsten ist, wenn einer bei der Arbeit zuguckt, wie der Stjopka hier. Die ganze Zeit guckt er bei der Arbeit zu. Wo ist der Stjopka? Da, guck mal. Der. Der Bank. Stjopka. Du hast good life. Nun gut, ich lass dich, weil ich habe nämlich jetzt drinnen Arbeit. Ich muss Sahne machen. Heute alleine machen, ja. Warte mal, was habe ich denn da noch vergessen zu? Schatzi, du musst die Sahne nicht alleine machen, weil ich habe schon alles hingestellt. Ja, das weiß ich ja. Jedes Glas, jedes Eimer, alles vorbereitet. Ja. Nur, sag mir mal, ich habe irgendwas vergessen, was ich noch holen wollte gerade. Oder? Für die Sahne. Ah, genau. Hast du dieses Stativ da weg, weil ich würde ja nur mit dem Rücken. Ich kann das auch an die Seite stellen. Was? Wem ist das interessant, mein Rücken? Ich kann das auch hier hinstellen. Guck mal. So. Ist gut? Aha. Na, wenn das einen interessiert. Uiuiuiuiuiui, wie dreckig. Ich will das mal probieren. Das klappt. Stjopka, du denkst dir, was sind das für Ärger hier? Jeden Tag irgendwelche Ärger. Irgendwas machen. Anstatt mit mir zu reden, mit mir zu spielen. Und viel noch? Viel. Na, Schatz, klappt? Boah, ich hätte hier Stress. Sahne machen ist voll der Stress. Sahne machen ist Stress. Du musst die Milch wärmen auf 40 Grad. Im Biertopf, ja? Ja. Dann musst du gucken, dass die Milch nicht überläuft, die hier rausläuft. Ja. Und auch die Sahne nicht überläuft. Ja, ich habe vom Deckel. Oh, die Sahne soll ich schon abmachen? Ich habe schon. Warte, lass sie voll werden. Ja, aber dann muss ich da auch schon wechseln. Mach mit der Sahne, okay? Dann brauchst du das nicht denken, okay? Mein Schatz benutzt dafür jetzt Biertopf, weil das es viel schneller geht, als alles auf dem Gas ja, zu werden. Es geht besser. Ja. So, jetzt mache ich hier zum Beispiel wieder, muss ich zumachen. Ja. Super wechseln. Ja, okay. Jetzt brauchen wir nur noch Kühlschrank. Kühlschrank ist noch nicht da. Jetzt muss ich hier wechseln. Kannst du wieder halten? Ja. Jetzt filmen wir dich nicht. Wie ist dein Fingerchen? Du hast geschnitten heute. Nee, war alles gut. Ja, was für schlaue Ideen mit der roten Box.
Die ganze Milch geht für die Tiere. Hühner, die sterben zu viel. Ich mache auch schon so viel Käse. Wir haben viel Käse. Hier habe ich auch gesehen, dass das hier, das darf man nicht komplett aufmachen. Das habe ich ein bisschen kleiner. Aha. Weil sonst läuft das hier wieder, tropft das, weil jetzt zu viel Druck ist von oben. Verstehe. Okay. Aber Sahne tropft gut. Ja, langsam heute. Ich habe die jetzt ein bisschen eingestellt. Dicker gemacht, ja. Aber du bist gleich fertig. Nur noch nur nicht mal halb. Weniger als halbe Topf. Und ich wasche jetzt die ganzen Gläser. Die ganzen Gläser sind jetzt für mich zu waschen. Hier sind noch mehr. Hier sind noch das Waschen Gläser. Alleine, das sind zu viele Arbeit. No, das geht. Das ist, ich bin froh, dass ich Sahne nicht kaufen muss. Den Kühlschrank hast du ja schon fertig? Ja, Kühlschrank ist fertig. Der muss aber noch ein bisschen trocknen, dann holen wir Staubsauger. Dann saugen wir diese Stelle, wo der war. Ja, machen wir alles sauber. Ja, und dann kann der Wäsche, habe ich auch aufgehangen. Dann können unsere Produkte im Kühlschrank. Heute Mittag machen wir uns Kürbis, Kohl, Apfel, Gurkensalat, Erbsen, Püree. Erbsenpüree und Salat. Noch ein bisschen Buchweizen haben wir mit Kaninchen. Meinst du, das kann ich da schon rein? Nee, warte noch ganz kurz. Ich kann auch hier noch ein bisschen raus. Guck mal, hier ist noch voll. Ist die denn warm, die Milch? Ja, ja. 40 Grad. Oh nein, eine Fliege reingefallen. Echt? Warte, ich hole die raus. Oh, Schwein. Ich wollte baden. Richtiger Schwein. Selber schuld, der ist richtig hoch. Ich hatte mir jetzt so, ich fange jetzt an, Leute, die ganzen Töpfe zu, ganzen Gläser zu waschen. Ich sag schon mal tschüss und wer Sahne macht, Butter macht und alles Mögliche, was ihr macht, viel Erfolg bei jeder Arbeit. Ciao, ciao, ciao. Wir machen weiter die Sahne. Oh, ich schad's aber dunkel. Nee, nee. Ich will ja irgendwie alleine schaffen, die Haselnüsse zu zeigen. Ganze Körbchen. Ganze Körbchen Haselnüsse und 10 Liter Honig. Oh, guck dir das an. Der ich kommt schon zu dir. Beiden. Die sind schon total gierig. Oh, die klauen sich das gegenseitig. Oh, die sind aggressiv geworden. Die sind aggressiv geworden. Ich gebe beiden. Ja, warum pickt ihr dann nicht aus dem Futtertrog? Ja, dieser Futter stand schon lange. Nein, die wollen so. Unglaublich. Na, ja, der Ju, ich gebe beiden. Der andere kommt von hinten und versucht. Aber so ist das normal wahrscheinlich auch. Solche Hunger? Ich könnte schon richtig mit den Flügeln. Na, warte, habt Geduld. Da sind schon beide Monster. Ja, das ist nicht mehr lange. Ich glaube, 6 Wochen, glaube ich, bis die ausgewachsen sind. Pterodaktyl ist es schon. Pterodaktyl. Pterodaktyl ist Monster. Was ist das? Tyrannosaurus. Tyrannosauren. Da. Mach mal so. Vielleicht frisst er das selber. Wie so dumm sind die denn? Da steht das ganze Behältnis. Und stand schon lange hier. Ich habe hingestellt schon lange. Tu mal den Schnabel da rein von dem anderen da. Einfach den Schnabel rein. Ja. Da. Nix kommt. Faul. Wollen die Mamas. Guck mal, der eine schluckt das nicht runter, oder was? Doch, langsam. Und guck mal, die fangen an, richtig mit den Flügeln zu schlagen, weil wollen trainieren. Eine natürliche Trainingsmethode. Aber wie die, guck dir das an, der streitet sich richtig darüber. Um das Futter. Die haben dich akzeptiert, hör mal, du bist jetzt
Die Mama geboren. Mama von Tyrannosauren. Zwei Tyrannosauren. Ну, может, так будет и есть? Нет, не так. Wieder das da reinsteckt. Zack, weg. Na, trinkt Wasser. Ich habe das Gefühl, die trinken auch Wasser nie selber. Hm. Irgendwie, wenn du nicht da bist, mache ich gar nichts, ne? Willst nur rum. Ja, das ist nicht gut. Die sollen selber. Ja, aber das ist vielleicht so ein Instinkt. Ja, und wie sollen die in der Natur? In der Natur sitzen ruhig, damit keiner die. Nein, wie die, wenn die jetzt kommen in die Natur, was werden die machen? Wie werden die denn leben ohne mich? Wenn die fliegen können, können die essen, glaube ich. Keine Ahnung. Irgendwie müssen die eigentlich Körner picken. Du hast ja auch Körner denen hingestellt. Da steht alles. Aber vielleicht sind die Körner zu klein. Ich habe gesehen, die Leute haben denen richtig Mais und alles gegeben. Da war ich ja Mensch. Komisch. Muss man nochmal lesen, wie das funktioniert. Schafft er das? Normal ist, dass sie selber picken müssen, doch mal. Debatisch, ich habe das Futter hingestellt vor einer Stunde frische Kasche. Ja. Und Körner stehen immer. Auch Körner und Wasser. Aber keiner geht da dran. Das sind halt keine Hühnchen. Hühnchen fangen direkt am ersten Tag schon an rumzupicken, ne? Mhm. Nur nicht erste, vielleicht zweite Tag. Nee, ich hätte nicht gerne Tauben im Haushalt. Das ist zu viel Arbeit. Wieso, wenn die ausgewachsen sind? Ja, was soll und haben dann Babys? Ja. Kann man die essen? Ja, Tauben kannst du essen. Wieso? Das heißt doch Leckertäubchen. Ja? No. Ja. Aber so eine Stadttaube würde ich natürlich nicht essen. Das sind ja wilde Tauben. Ich weiß nicht, ob das so heißt, Turteltauben, vielleicht sind das auch. Ja, die lassen wir raus, in den Wald. Ja, oder? Ich hoffe, dass sie selbstständig werden und dann abhauen. Wir haben ja nicht Hunger. Aber weißt du, was sein kann? Du lässt sie los, du lässt sie frei, zack, eine Minute später sind die wieder hier. Ja? Ja. Ja, sicher. Vielleicht finden die von alleine gar kein Futter. Jetzt sieht man gar nicht, wer kleiner ist und wer größer ist. Jetzt hat sich das Doch, der ist größer jetzt, glaube ich. Ja, früher war sehr sichtbar. In Deutschland kriegen die auch noch Ringe, ne? Nee. Ja, das war zu viel. Konnte nicht, drei kleiner. Jetzt sind langsam satt, ne? Streiten sich nicht mehr so stark. Mhm. Ich glaube, die wollen nicht mehr. Noch ein bisschen, komm. Bis abends ist lange. Dobre, ich gehe. Gib nur trinken, weil ich muss los, Leute. Vielleicht hat man nachher noch mal 5 Minuten. Diese, wenn ich die füttere, die sind voller Dreck. So, tschüss. Ich glaube, was hast du dazu? Nix. Guck doch nicht so traurig. Wir gehen jetzt spazieren erstmal.